Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer Schatzinsel. Wieder aus dem Kinderzimmer vom Philipp. Aber wo steckt er eigentlich? Der hat sich doch so auf unser Film gefreut. Philipp, wo bist denn du? Philipp! Hallo, hallo, sind wir schon da? Sind wir schon auf Sendung? Hallo, ja, ich bin's, der Philipp. Mist. Weißt du, ich habe nämlich heute verschlafen und da habe ich ganz schnell was gegessen. Und dann habe ich mir noch schnell die Zähne geputzt, ja, und dann war die Zeit so, ich habe mich total vermehrt. Ach, nur die Ruhe, Philipp, kein Problem. Wir fangen jetzt erstmal ganz ruhig an. Wir beten zusammen, singen ein Lied Okay. Und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Was, eine Überraschung? Da freue ich mich aber, da freue ich mich. Na klar, kannst du gespannt sein. Magst du mit mir zusammen beten? Gern, aber weißt du was, bei der Aufregung weiß ich gar nicht, was ich da sagen soll. Kein Problem, Philipp. Ich habe heute hier eine große Tasche gebackt mit vielen verschiedenen Gegenständen drin. Und da decken wir heute zusammen für Gott einen Tisch. Und wenn du die Sachen siehst, da fällt dir bestimmt was ein. Oh ja, zeig mal her. Was ja, guck mal, in deinem Kinderzimmer sind auch ganz tolle Sachen. Die können wir auch mitverwenden. Ja. Guter Gott, danke, dass wir immer und überall mit dir reden können. Danke, dass du uns hörst. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich diese Woche zum ersten Mal wieder in meinem Fußballverein Fußball spielen konnte. Danke Gott, dass du uns versorgst mit allem, was wir zum Leben brauchen. Bitte hilf mir beim Lernen in der Schule und hilf auch den anderen Kindern, die noch nicht in die Schule gehen können, wie meinen Bruder, dass sie gut alle Aufgaben schaffen. Wir bitten dich, dass du die Kranken gesund machst. Bitte schenk uns jetzt viel Spaß bei unserem Schatzinselgottesdienst. Amen.
Und jetzt meine Überraschung. Stimmt, genau. Philipp, als kleines Dankeschön, weil wir hier immer dein Zimmer nutzen dürfen, habe ich dir eine Bonbonkette mitgebracht. Das ist ja absoluto gut. Und dann noch meine Lieblingsbonbons. Brausebonbons. Ah, lecker. Genau. Vielen Dank. Für dich und deine Familie als Dankeschön, dass wir immer so freundlich empfangen werden. Wieso meine Familie? Wieso denn das? Das ist doch mein Zimmer hier. Ja, aber deine Eltern sind doch auch immer so freundlich zu uns, kochen uns auch in der Pause mal einen Kaffee. Und ich glaube, es sind genug, dass es für alle reicht. Ach Manu, und ich dachte, ich könnte das alleine essen. Du magst wohl nicht so gern teilen? Naja, manchmal schon, aber weißt du, vielleicht nicht unbedingt meine Lieblingsbrausebonbons, die schmecken doch so, so gut. Ja, das kann ich verstehen, Philipp. Weißt du was? In unserer Geschichte von heute geht es darum, dass sich nicht nur einer alles unter den Nagel reißt, sondern dass dafür gesorgt wird, dass jeder genug bekommt. Schauen wir mal rein. Das Volk Israel war nun schon eine ganze Weile in der Wüste unterwegs. Wasser hatten sie genug. Aber bald waren die Vorräte, die sie aus Ägypten mitgenommen hatten, aufgebraucht. Es dauerte nicht lange, dann begannen die Leute schlecht über Mose zu reden. Ach, hätte Gott uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir hier alle verhungern, riefen sie zornig. Mose flüchtete sich schnell zu Gott und suchte das Gespräch mit ihm. Nachdem er mit Gott gesprochen hatte, riefen Mose und Aaron das Volk Israel zusammen. Als sie sich versammelt hatten, erschien der Herr in seiner Herrlichkeit mitten in der Wolkensäule. Mose sagte: Heute Abend noch werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, und morgen früh werdet ihr mit eigenen Augen seine Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört. Denn wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Nein, ihr lehnt euch mit eurem Zorn nicht gegen uns, sondern gegen Gott selbst auf. Trotzdem wird er euch heute Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot genug. Er hat ja gehört, wer ihr ihn anklagt. Das Volk Israel hörte die Worte, aber für viele blieben die Zweifel. Am selben Abend noch zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Das ganze Volk kam aus seinen Zelten und sammelte die Wachteln ein, um sie zu braten und zu essen. Und am nächsten Morgen lag ein besonderer Tau rings um das Lager. Als er durch die Sonne verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich: Was ist denn das? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen: Das ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Denn Gott hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Einen Krug von reichlich 2 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Und die Israeliten begannen fleißig, die Körner aufzulesen. Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und sammelten mehr, als sie brauchten, um für den nächsten Tag etwas übrig zu lassen. Am nächsten Tag dann war es voller Würmer und Stank. Am 6. Tag durften die Israeliten doppelt so viel Nahrung sammeln wie sonst, damit sie für den Sabbat nicht zu sammeln brauchten. Dieses Manna wurde wunderbarerweise auch nicht schlecht. So sorgte Gott dafür, dass es seinem Volk gut ging und sie weiter durch die Wüste ziehen konnten. Oh, es geht ja schon los. Tut mir leid, ich hatte so einen Hunger. Heute schon viel zu tun gehabt.
und keine Zeit, ordentlich zu essen. Ich bin den ganzen Tag irgendwie nur mit leerem Magen rumgelaufen. Echt blöd. Aber beim Volk Israel war es bedeutend schlimmer. Immerhin muss ich nicht durch die Wüste latschen. Und wenn man die Geschichte, um die es heute geht, etwas näher betrachtet, dann wird deutlich, so langsam reicht es dem Volk Israel. Für Mose wird es ungemütlich. Was hast du uns versprochen? Die Freiheit? Aber was nützt denn die Freiheit, wenn man einen leeren Magen hat? Willst du uns hier in der Wüste verhungern lassen, Mose? Wenn etwas fehlt, dann gibt's Stress. Das gilt auch für uns. Wer kennt das nicht? Am Frühstückstisch fehlt der Lieblingsaufstrich, Nutella zum Beispiel, und schnell ist dicke Luft. Oder bei uns zu Hause, da gibt es immer mal wieder Ärger, wenn die bösen Eltern den lieben Kindern die Zeit am Handy oder am Tablet abknapsen. Ey Papa, wie kannst du nur? Dabei haben wir doch so viel. Dabei geht es uns doch so gut. Aber man vergisst halt schnell. Genau wie das Volk Israel. Eben noch durch ein Meer gelaufen, weil Gott geholfen hat. Und jetzt glauben sie, dass sie in der Wüste verhungern müssen. Warum fällt es uns nur so schwer zu vertrauen? Glücklicherweise ist Gott geduldig. Zwar hat er sein Volk in die Wüste geschickt, aber er ist auch mitgegangen. Er hat es nicht in der Wüste stehen gelassen. Und Vertrauen, das zieht sich durch die gesamte Mose-Geschichte, ist ein Lernprozess. Ja, Vertrauen, das kann man lernen. Und so gibt Gott Brot und Wachteln. Dieses Manna, auch Himmelsbrot genannt, zeigt den Israeliten, Gott ist für sie da. Schon wieder. Immer noch. Immer wieder. Treu. Besonders cool finde ich zwei Dinge daran. Nummer 1. Das Brot reicht für alle Israeliten. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die Welt heute anschaut. Wir leben in einer Welt, die eigentlich alle ernähren könnte. Aber leider gibt es Menschen, die wollen immer mehr und deswegen haben andere zu wenig. Hier in der Wüste verhindert Gott, dass sich die einen die Töpfe vollhauen, während andere leer ausgehen. Das Manna verdirbt einfach, wenn man es länger aufheben will. Vielleicht will Gott seinem Volk dadurch das Teilen schmackhaft machen. So nach dem Motto, wenn wir eh nichts dauerhaft aufheben können, warum dann nicht abgeben? In der Geschichte sorgt Gott dafür, dass alle genug erhalten. Die große Verantwortung in unserem Leben ist, dass wir von Gott lernen und uns dafür einsetzen, dass alle Schätze, die wir besitzen, gerecht verteilt werden. Punkt 2. Gott lehrt sein Volk. Und da gehöre auch ich und du mit dazu. Ich weiß nicht genau, ob du gerade einen Mangel an bestimmten Dingen empfindest. Ich glaube, Brot oder Brötchen gehören eher nicht dazu. Aber wenn du gerade etwas Besonderes brauchst, dann rege dich nicht darüber auf, sondern bitte Gott darum. Klar, du weißt, Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine, denn er weiß natürlich auch, was du brauchst. Aber wenn das gleich ist, was du brauchst und was er für dich möchte, dann wird dein Gebet nicht ungehört bleiben. Dafür steht Gott mit seinem Wort. Er wird dich nicht in die Wüste schicken. Er wird dir in Durststrecken treu zur Seite stehen. Sprich ihn an. Amen. Ein Beispiel, wie es mit dem Vertrauen in Gott aussehen kann, das zeigt dir jetzt ein kleines Video, was Marlene für uns gedreht hat. Vielen Dank dafür. Marlene, weißt du, ich würde heute gerne noch ein bisschen im Teenie-Club bleiben. Warum denn? Ich will zur Mama auf Arbeit. Ja, und ich will in den Teenie-Club. Na gut, dann rufe ich die Mama an, ob ich alleine fahren kann. Hallo Mama,
Kann ich alleine mit der Bahn fahren? Also ja, ich würde es mir zutrauen. Okay. Ja, tschüss, bis nachher. Also, fährst jetzt allein mit der Bahn? Ja. Okay, na dann. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, ich war heute das erste Mal mit der Bahn. Und ich weiß gar nicht, ob ich an der richtigen Haltestelle aussteige und ob ich die richtige Bahn erwische. Naja, ich bete erstmal. Lieber Gott, bitte, also du siehst meine Angst. Nimm diese Angst weg, dass du mich beschützt. Dass du da bist und dass du machst, dass ich an der richtigen Haltestelle aussteige. Und ich weiß, dass du jetzt auf mich aufpasst. Amen. Naja, ich rufe erstmal meine Mama an. Hallo, Mama. Na, hallo, Marlene. Was ist denn los? Ich bin gerade an der Zentralhaltestelle und ich weiß nicht, ob ich dann den richtigen Bus erwische, wenn ich dann mit der 3 Technopark fahre. Und ob ich an der richtigen Haltestelle aussteige. Okay. Na, ich kann jetzt hier nicht weg. Ich bin auf Arbeit, ne? Aber guck noch mal, wo die Bahn fährt, denn du weißt ja, mit welcher Bahn du fahren musst. Also mit der 3 Technopark muss ich fahren, das weiß ich. Und jetzt stehe ich schon an der Zentralhaltestelle. Das ist ja, also die 3 Technopark fährt dort, wo, also neben der 4 Hutert, mit der ich sonst immer zur Schule fahre. Okay, das ist gut. Und wenn du dann noch mal beim Bus umsteigen musst, kannst du mich ja noch mal anrufen. Okay. Ja? Okay, ja. Gut, du schaffst das. Sollen wir noch mal beten? Hab ich gerade schon. Na, wunderbar. Dann weißt du ja, Gott ist an deiner Seite. Okay. Ja? Okay. Bis später. Tschüss. Tschüss. Naja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Ah, da kommt ja meine Bahn. Ja, das können wir so machen. Ich werde mich noch mal erkundigen und dann können wir am Freitag noch mal telefonieren. Dann bin ich vormittags wieder im Büro. Gut, bis dahin. Tschüss. Na, Marlene, das ist ja schön. Das hast du es geschafft. Ja, als ich dich angerufen hatte, dann kam so eine Dame und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und da habe ich ihr dann gesagt, dass ich das erstmal mit der Bahn fahre. Und da hat sie mich dann gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Und da habe ich gesagt, naja, ich wüsste nicht womit. Und ja, dann habe ich es auch irgendwie geschafft, hierher zu kommen. Und du hast mich auch nicht nochmal angerufen, als du in den Bus umgestiegen bist. Ganz toll. Also, auf Gott ist echt Verlass. Thank you.
Gott hat den Israeliten neben dem Manna auch Wachteln gegeben. Deswegen wollen wir jetzt ganz einfach eine Wachtel aus Papier falten. Zuerst nehmt ihr euer Blatt Papier und faltet eine Ecke so um, damit ihr ein Quadrat erhaltet, wenn ihr das wieder aufklappt. So. Mit einer Schere schneidet ihr nun das, was hier übersteht, von dem Dreieck einfach ab. Dann nehmen wir das Dreieck und falten die Ecken zu dieser Ecke hier oben hoch. Das Ganze knickt ihr dann einfach einmal in der Hälfte. Sodass die offenen Enden auf der rechten Seite von euch liegen. Jetzt nehmt ihr diese Ecke und knickt sie zu der unteren. Und macht das wieder auf und knickt die untere Ecke an dieser Kante nach oben. Auch das macht ihr wieder auf und nehmt euch diese Ecke hier, die ganz locker ist. Und klappt das so nach oben, dass dabei, dort wo ihr vorher die Knicke hattet, ein Dreieck entsteht. Also ungefähr so. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir drehen das rum. Klappen wieder diese Ecke nach unten, die untere Ecke nach oben und dann wird das lockere Ende hier wieder zu einem Dreieck nach oben gefallen. Achtet dabei darauf, dass die Flügel ungefähr gleich groß sind. So, als nächstes nehmt ihr diese Ecke und faltet sie dahin. Auch das gleiche wieder auf der anderen Seite. Dann wird der Vogel hier aufgemacht und ihr drückt diese Ecke, die dadurch entstanden ist, nach unten. Um ihn dann wieder zusammenzufalten. Jetzt klappt ihr hier vorne noch eine kleine Ecke ungefähr so um. Auch das machen wir wieder auf, drehen es auf die andere Seite und machen es nochmal von hier. Jetzt öffnet ihr den Vogel von vorne, drückt den Schnabel nach innen und faltet es wieder zusammen. Jetzt sieht das Ganze aber mehr aus wie eine Taube. Weil Wachteln konnten ja nicht fliegen. Deswegen klappen wir die Flügel einfach nach unten. Und wenn ihr dann noch wollt, könnt ihr der Wachtel noch einen Wackelauge aufkleben. Und fertig ist die kleine Papierwachtel. Einen für Papa, einen für Mama, einen für mich und einen für meinen Bruder. So, und jetzt wieder einen für Mama und... Hallo Philipp, jetzt hab ich gar keine mehr. Was machst du denn? Ich teile meine Bonbonkette gerecht auf. Wow, und ich dachte, du wolltest die ganz alleine essen. Och, ich glaube, Gott sorgt gut für mich, weißt du. Da kann ich das, was ich habe, auch teilen. Das ist ein schöner Satz, den werde ich mir merken. Weil Gott gut für mich sorgt, kann ich das, was ich habe, mit anderen teilen.
Und dass Gott gut für uns sorgt, das passt auch gut zu unserer Challenge. Erinnert ihr euch noch? Wenn nicht, werdet ihr gleich nochmal daran erinnert. Wir zwei, wir verabschieden uns aber erstmal von euch. Tschüss! Weißt du was, Markus? Lass uns doch mal eine Challenge daraus machen. Das finde ich ja eine besonders krasse Idee. Da habe ich auch schon einen Vorschlag. Okay. Wir könnten uns einen Eimer mit Eiswürfeln über den Kopf schütten. Wenn ihr es schafft. Wenn wir 30 Einsendungen mitbekommen, wo ihr eure Geschichte erzählt. Und zwar entweder, wo euch Gott errettet hat oder wo euch Gott einen Weg aufgetan hat, bei dem ihr vorher überhaupt keinen Weg gesehen habt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Videos zu uns kommen können. Nämlich, entweder ihr nehmt das schick auf einem Video auf und schickt es an schatzinsel@lutter-chemnitz.de oder? Oder ihr schreibt uns eine Mail an dieselbe E-Mail-Adresse und wir treffen uns hier im Gemeindezentrum und nehmen das mit euch zusammen auf. Wir wiederholen nochmal, welcher Preis winkt. Der Preis ist uns zu sehen, wie ein Eimer Eiswürfel über unseren Kopf geschüttet wird.